bin ich wieder, Sascha Sankomaernst. Ich habe in die stumme Halser geredet und die Spannung steigt. Hier kommt vom Greek Team Lampros Pistikos. Ich konnte leider auf dem Internet, auf dem kurzen, nicht besonders viele Informationen über ihn finden. Aber ich bin mir sicher, dass sie hier keinen Fallobst gebracht haben. Seine Frisur sitzt auf jeden Fall mal. Ich weiß nicht, ob er das mit dem Warmmachen so ernst genommen hat oder ob er einen Film mitgebracht hat, um sich die Haare zu trocknen. Jetzt kommt zum Glück jemand, über den ich was zu sagen habe. Damen und Herren, jetzt könnt ihr sehen, wer den Heimvorteil hat, wer die Unterstützer mitgebracht hat. Diese Halle bebt. Das ist ein junges Talent, ein junger Afghane mit 20 Jahren. Er gilt als großes Nachwuchstalent. Nasrat gegen Lampros. Der eine sieht aus, als sei er auf Strom, der andere ist wesentlich entspannter. Aber das kann sich alles ändern, wenn das erste Mal knallt. So, die Spannung steigt. Ich würde jetzt einfach mal vermuten, dieser Kampf geht nicht über die Runden. Lampros wiegt gleich nervös. Aber das würde ich auch, wenn ich gegen den lokalen Matadoren kämpfen würde. Oi. Und ah, der erste blitzschnelle Takedown. Schnell, Hinterkopf. Er ist gegen den Käfig. Er benutzt den Käfig schon wieder hoch. Und er greift den Käfig. Und direkt in die Mount. Kontrolle. Oh, das kann bitter werden. Ich sehe noch mal wieder. So, die Halle bebt. Und jetzt gibt's Haue. Sein Gegner hat leider die Hände nicht in den Hüften seines Gegners. Es bringt nichts, sich am Kopf des Gegners festzuhalten. Man muss die Hände in die Hüften. Die Verteidigung am Kopf bringt auch nichts. Wenn er nicht bald was macht, wird der Kampfrichter dazwischen gehen. Das bringt so nichts. Und der Kampf ist vorbei. Die Halle bebt. Und der Lokalmatador gewinnt klar und schnell. Das Finish ist im MMA, was die Publikum zum Beben bringt. Das offizielle Urteil: Sieger durch TKO nach 1:20 in der ersten Runde. Vom Team Ismail. Congratulations, my brother. You are the future. Good luck on your next fight, and we can't wait to see you here in California.